Ich gehe zu Elektro vom Stein, weil ich hier einen besonders guten Service erfahre. Wir sind ein 5-Personen-Haushalt, haben 3 Kinder und da läuft natürlich jeden Tag die Waschmaschine, der Trockner, die Spülmaschine. Und wenn da mal ein Gerät ausfällt, dann brauche ich schnelle Hilfe und die ist mir hier sicher. Liebe Davakuser, zur 5. Ausgabe von Wermelskirchen TV Magazin. Wie wir uns schwer erkennen können, sind wir hier heute in der Hofburg und wir haben heute folgende Themen, natürlich ein Karnevalsspezial, das werdet ihr gleich sehen. Unter anderem haben wir noch folgende Themen für euch. Da kommt 150 Jahre SPD, die ist gefeiert worden in der Zentrale. Dann haben wir natürlich noch den Neujahrsempfang der CDU im Bürgerzentrum und ja, wir haben auch ein paar schöne Winterimpressionen für euch und last but not least, Wernies Welt. Also, viel Spaß euch. Alaaf! Alaaf! Du fährst heute den ganzen Abend im Prinzenbus mit uns mit und machst eine super Reportage über uns. Hoffen wir mal, bist du noch gar nicht. Wir machen mal das, was wir sonst nicht machen. Vorschusslorbeeren sollst du bekommen. Oh! Den aktuellen Sessionsorden ist dreigestimmt. Bützen tut dich die Jungfrau. Es ist mir eine Ehre, Frau Jungfrau. Ja, Jungfrau. Und wir rufen natürlich aus auf den neuen Ordensträger, auf den Matthias Pahl, den besten rasenden Reporter, den ich kenne. Dreimal Davakusen. Hallo. Auf den Matthias. Hallo. Wermelskirchen. Hallo. Das kann noch sehr lustig werden. Schaut mal rein. Wermelskirchen TV besucht die SPD 150 Jahre. Wir hatten ja schon gratuliert und wir haben den Original Ferdinand Lassalle heute hier. Ja, so ist es. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen und vorauszusagen, was schon alles geschehen ist. Es war natürlich ein bisschen schwer, weil ich mich vorbereitet hatte. Und die Zukunft, die ich vorauszusagen hatte, lag schon lange hinter uns. Aber es war sehr schön. Ich fand es sehr berührend, sehr persönlich. Und ich freue mich, wenn ich beim 200. wiederum exhumiert werde. Also bei so einer Vergangenheit bin ich um die Zukunft nicht bange. Insofern denke ich, werden wir das, was wir aus der Vergangenheit gelernt haben, auch für die Zukunft umsetzen. Und ich denke, wenn wir noch ein bisschen verjüngt sind, dass dann auch die nächsten 150 Jahre kein Thema sind. Davakusa, ein weiteres Epizentrum hier in Grunewald und hier ist auch Sitzung heute am Samstag und das Dreigestirn wird gleich auflaufen. Wir zeigen euch jetzt die Bilder und eine tolle Stimmung ist schon hier drin. Schön, dass Sie hier sind. An dieser Stelle möchte ich auch unseren Ehrengast begrüßen, Karl-Josef Laumann, den parlamentarischen Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, das soziale Gewissen für die CDU. Sie
setzen sich vor allem immer für die Schwachen in der Gesellschaft ein und haben schon viele wichtige Projekte in der CDU durchgeboxt, vor allem die Untergrenze, haben nochmal auf dem letzten Bundesparteitag ein tolles Ergebnis für ihre Kandidatur ins Präsidium bekommen. Und vor allem, weil ich eben gehört habe, das ist heute ihr einziger Termin, bin ich umso glücklicher, dass sie es nach Wermelskirchen geschafft haben. Die entscheidende Frage, wie wir in Deutschland leben, wird sich entscheiden, schaffen wir das, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ohne wirtschaftlichen Erfolg werden wir nicht in der Lage sein, so zu leben, wie wir jetzt leben, denn das muss verdient werden. Sie können nicht die modernsten Krankenhäuser der Erde haben, ohne wirtschaftlichen Erfolg. Sie können keine gute Infrastruktur haben, ohne wirtschaftlichen Erfolg. Sie können sich nicht den größten Umweltschutz aller Länder in der Welt erlauben, ohne wirtschaftliche Kraft. Und mit Verlaub, Sie können sich auch nicht eine soziale Sicherheit für die gesamte Bevölkerung erlauben, ohne eine starke wirtschaftliche Kraft. Ich wünsche Ihnen einfach alles Gute fürs neue Jahr. Und ich muss ja nicht neutral sein. Wenn Sie in diesem Jahr gut über die CDU reden, sind Sie immer noch bei der Wahl. Meine Damen und Herren, jetzt habe ich mal den Matthias abgelöst. Wir sind jetzt hier bei der letzten Station von Wermelsgrün TV bei den Dünnschen Diecken angelangt, hier in der Mehrzweckhalle in Dünn. Und wir sind mal gespannt, was wir heute noch Schönes zu erleben bekommen. Schnecken dort draußen. Manchmal gibt es einfach Dinge, die kann man nicht erklären. Die kann man vor allen Dingen in der Situation nicht erklären. Und sowas passierte damals. Ich saß damals mit meinem Mann und einem guten Freund, der für die Zeitung unterwegs war in diesem Programm. Ganz hinten im kleinen Saal der Kat, wir alle kennen ihn. Und Fatih trat auf, oder beziehungsweise kurz davor, ich hatte schon mein zweites Bierchen, sagte mein Kumpel Frank, hör mal, ein Kollege von mir, der hat gesagt, hier der Fatih, so kleiner Insider, so gegen Ende des Programms, da verschenkt er immer sein Buch, der Moslem-TÜV. Und da musst du einfach nur schnell genug sein und dich melden. Und ich so, also traust dich das doch, ich beim zweiten Bier, ja klar, kein Ding, ne? Ja, und dann saß ich da und hab mir gedacht, na gut, fahren wir mal der Dinge, die da kommen wollen. Und dann kam die zweite Halbzeit. Und Fatih kommt mit diesem Buch auf die Bühne. Mein Mann rechts von mir, Frank links von mir. Beide sitzen so da. Oh, jetzt gleich geht's los. Und Fatih sagt Folgendes. So, ich möchte hier mal mein Buch vorstellen. Wer möchte denn? In diesem Moment bekomme ich zwei Klatscher rechts und links auf die Seiten und melde mich natürlich prompt aus diesem Buch vorlesen. Ey, da meldet sich ja jemand, sagt Fatih. Und ich denke nur, nein. Nein, scheiße. Und er so, ja dann, ne? Frank sagt, geh, geh. Ich sag, super. Wisst ihr, wie lang ein Weg sein kann? Von einem Platz bis auf die Bühne in der Katt. Ein 8 Kilometer Lauf auf der Trasse ist nichts dagegen. Dieser Weg war so scheiße lang. Und ich hatte eine Wut im Bauch. Ich habe die beiden gehasst. Ich dachte die ganze Zeit nur, ich will überhaupt nicht hier sein. Ich wollte auch nur das Buch. Und er so, ja, und du willst unbedingt vorlesen, Yvonne. Ich sag, ja, obwohl ich eigentlich nur gedacht habe, wisst ihr, ich könnte das jetzt erklären, aber es würde zu lange dauern. Ja, und dann musste ich ein Kapitel lesen. Und da ich unbedingt von der Bühne runter wollte, habe ich Punkte, Kommatas, alles, was es an Satzzeichen gab, überlesen. Sämtliche Pointen geschluckt, hast du nicht gesehen, weil ich wollte da weg. Irgendwann stoppte Fatih mich und sagte, ey, pass auf, weißt du, musst du anhalten, musst du lesen, weil gibt Punkte und so. Und ich sag, pass mal auf, Junge, ich mach das nicht so oft. Und er schaute mich an und sagte, das kommt mir irgendwie gar nicht so vor.
Und ich sage, mir aber schon. Irgendwann zündete meine Pointe nach gefühlten 100 Jahren. Dann durfte ich von der Bühne runtergehen. Ein Applaus für Yvonne. Der Weg zurück war wieder ellenlang. So gefühlte, ich weiß nicht, Marathonlänge. Ruhe. Irgendwann, gegen Ende des Programms, ich saß da immer noch und versuchte, meine Schmach zu verarbeiten. Sagte Vati, so, normalerweise verschenke ich an dieser Stelle immer ein Buch und frage, wer es gerne haben möchte, sagte, aber wir sind uns doch sicherlich alle einig, dass sich das heute jemand redlich verdient hat, ne, Yvonne? Und ich so, ich gehe nicht auf die Bühne. Es gibt halt manchmal einfach Sachen, die du keinem erklären kannst, was ich aber hiermit getan habe. So, zum Schluss ein Zitat, entweder man lebt oder man ist konsequent. Auf Leverkusen, dreimal Leverkusen! Auf Wermelskirchen TV! Auf dem Matthias! Auf der Tete-Tete-Tete-Trinkpunkt! Ja, meine Damen und Herren, das war Wermelskirchen TV Magazin für den heutigen Tag hier aus der Märzwerkhalle in Dünn. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn der Matthias dann mit uns irgendwo auf Gardetour kommt, nach Kalka wahrscheinlich. Aber war wunderschön. Schalten Sie wieder ein beim nächsten Mal auf YouTube. Wermelskirchen TV ist ein kleiner Tipp von mir. Bis demnächst. Wiederhören. Jedes Jahr im Winter, wenn es wieder schneit, könnt ihr fast laufen und wir sind all bereit.